konnte schwimmen, aber nicht kraulen. Ich konnte groß schwimmen, aber überhaupt nicht kraulen. Also ich mache hier den Kraulkurs für Anfänger, Erwachsene für Anfänger und das sind, glaube ich, 10 Einheiten, wenn ich mich nicht täusche. Und das ist super. Anfänglich wollte ich nicht, weil 6.45 Uhr am frühen Morgen finde ich sehr früh, aber es klappt erstaunlich gut, fühlt sich herrlich an, macht total Spaß. Wir sind eine sehr gemischte, altersgemischte Gruppe und das klappt jetzt nach einer Woche schon sehr gut. Also wir sind hier, weil wir das Kraulen lernen wollten. Genau, wollten wir schon immer oder ich jedenfalls wollte schon immer. Und das war die Gelegenheit jetzt, weil ich gerne bei 10 Freunde ja mitmachen möchte. Und dann habe ich gedacht, machst du einen Kraulkurs. Genau, und der macht so viel Spaß. Es ist irre. Ne? Nur das frühe Aufstehen. Naja, das ist harmlos. Aber gut. Und heute hat sie erzählt, wir machen die Rollwände, heißt sie. Rollwände. Da habe ich gedacht, ich spinne, das ist aber ein Spaß. Also, noch keine Rollwände. Und wir haben tatsächlich die Rollwände gemacht und haben es auch geschafft. Das ist ja der Hammer. Ja, mit viel Üben. Ja. Erst mit Wasser schlucken und Gehirnspülung und so. Aber der Kurs ist gut, das macht ja Spaß. Ja, macht total Spaß. Macht sie auch Spaß? Hm? Willst du auch mitmachen bei 10 Freunden? Ja, gell? Guck mal, da ist so ein Schild. Das geht alles um die 10 Freunde. Das wird alles gemacht hier. Und da bist du auch dabei. Also wir sind heute zum 6. Mal gewesen. Letzte Woche 5 Mal. Und die Woche kommen auch noch 5. Also insgesamt 10. Und ich bin erstaunt über diese Fortschritte, die wir jeden Tag spüren. Also das finde ich genial. Also man ganz, merkt, es also geht jeden ganz, Tag, ganz sukzessive, wie es besser geht. Vom Abstoßen am Rand, dann geht es... richtiges Atmen lernen, das ist ganz, ganz wichtig, wie man das macht, dass man den Kopf nur so seitlich dreht. Dann mit den Armen, wie man die Arme richtig abstützt, also abstößt, ja. Genau. Und das machen wir erst in diesem Nichtschwimmerbecken, damit du auch immer einen Grund hast, also dass du die Füße immer schnell auf dem Boden hast, wenn du meinst, du kannst nicht mehr, du kriegst keine Luft mehr oder das so. Das war angenehm, ja. Und das war die ersten 4 Mal ganz, ganz angenehm. Und seit dem 5. Mal sind wir im Tiefen. Nein, viermal. Viermal im Nichtschwimmer und das 5. Mal im Tief. Und die Schritte sind richtig toll. Ja, also du lernst und du merkst, dass du immer wirklich ein bisschen mehr dazu lernst und das auch umsetzen kannst. Also finde ich jedenfalls. Ne? Genau. Ich konnte gar nicht kraulen. Ich auch null. Und jetzt? Und jetzt kann ich eine Bahn kann ich schwimmen im Kraulen. Also die 25 Meter kann ich schon ganz, habe ich letztes Mal schon versucht, hat geklappt. Ganz gut sogar. Das heißt, die 380 Meter sind wahrscheinlich kein Problem. Na, ich hoffe, ich muss noch ein bisschen üben natürlich. Ne? Das ist alles nur Übung zwischendrin. Ja, wir wollen ja auch noch besser werden, als wir jetzt sind. Ja. Ich konnte vorher auch nicht kraulen, ich wollte auch immer kraulen und es ist ein wunderbarer Anlass gewesen. Und ich habe auch fast gewarnt, aber es ist ein sehr gutes Training und vielleicht können wir auch zusammen weitermachen. Aber die Gelegenheit ist sehr schön, ich freue mich, wir freuen uns auf den Wettbewerb. Und aber ja, das ist ein gutes Training und auch mit den beiden da.